Ja, herzlichen Dank. Ich habe ein paar Minuten Zeit, um viele Gedanken loszuwerden. Und was mich leitet immer wieder, ist der Grundgedanke der Transformation, vor der wir in unserer Gesellschaft stehen. Der Transformation, das ist ja auch Überschrift dieses Kongresses, der durch die erneuerbaren Energien, durch die Energiewelt ausgeht. Und ich glaube, diese Transformation ist so umfassend in unserer Gesellschaft, dass es sich durchaus lohnt, dort auch den politischen Aspekt anzuschauen, den gesellschaftspolitischen Aspekt. Und das möchte ich ein bisschen machen mit der Überschrift dezentral und bürgernah, weil ich glaube, dass wir hier einen wesentlichen Aspekt übersehen. Und ich möchte vorab ein paar Worte sagen zu unserem Unternehmen und an diesem Unternehmen, das wir seit vielen Jahren, mit dem wir seit vielen Jahren an der Energiewende partizipieren, auch zeigen, wie sich die Welt verändert aus der Sicht eines Projektierers, um auch diese kleine Transformation auch schon darzustellen. Wir sind bei Green City, einem Münchner Unternehmen, seit 20 Jahren in der Energiewende tätig, sozusagen ein Kind dieser Zeit. Ich selber war natürlich auch entsprechend jünger und habe im Jahr 98, 99 die ersten Solaranlagen gebaut mit der Finanzierung durch Bürger, und inzwischen ist das Unternehmen, wie viele, viele, viele andere auch, und das weist ja schon auf das Thema dezentral hin, groß geworden. Wir haben 500 Millionen Euro investiert in erneuerbare Energieanlagen, und das ist der wichtige Punkt, zusammen mit 7.500 Anlegern. Man hätte vor einer Weile gesagt, mit Bürgern. Das ist immer so eine Frage, wer ist Bürger und wer ist eigentlich Kapitalanleger? Wir haben hier auch hier eine kleine Transformation, produzieren pro Jahr 190 Gigawattstunden Strom mit knapp 250 Megawatt Leistung im Bereich Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke. Das ist viel, es ist aber auch klein. Ja, es kommt immer darauf an, welche Player schaut man an, wer sind die Player. Wenn man sich mit E.ON vergleicht, ist das alles sozusagen so eine kleine regionale Abteilung davon. Wenn man sich mit den Energiewendeunternehmen vergleicht, ist das ganz schön viel. Also so ist ungefähr der Rahmen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir uns wandeln mit unseren Geschäftsbereichen, bevor ich dann auf ein paar politische Thesen komme. Green City, ein Münchner Unternehmen, ist in 5 Geschäftsbereichen jetzt organisiert. Unsere Kerngeschäftsbereiche, und das ist typisch, ist Renewables, also die erneuerbaren Energien. Wir sind ein klassischer Projektierer, wie es viele andere in der Republik auch gibt. Wir verkaufen den Strom mit einer eigenen Strommarke und finanzieren ihn mit einem eigenen Bereich. Ich komme da gleich drauf, und gehen auch in den Bereich Mobilität rein. Und um da ein paar Stichworte zu geben und wo wir uns auch kümmern, wo die Märkte hingehen, wo es passiert, jetzt ein paar Hinweise mit unserem Bereich Renewables. Mit knapp 70 Mitarbeitern projektieren wir, akquirieren wir, finanzieren die Projekte, und wo man früher eben noch Dächer bestückt hat mit Solaranlagen, sehr kleinteilig, verlagert sich das Geschäft gerade sehr stark auf Märkte in sehr großem Umfang, die weggehen von tariflichen Förderungen. Unsere großen Projektierungen, die wir vorhaben, wie viele andere auch, Sie haben das ja vielleicht auch gelesen in den entsprechenden Branchenblättern, gehen über Südeuropa Solaranlagen. Wir sind tätig in Spanien und in Frankreich, und wir sagen, wir gehen momentan von der Energiewende 1.0 in die Energiewende 2.0. Und der Grund, da komme ich ganz am Schluss auch nochmal drauf, ist, dass sich die erneuerbaren Energien in die Marktfähigkeit hineinbewegt haben. Wir produzieren inzwischen Strom aus Solarenergie in Südeuropa für unter 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist branchenüblich, das ist nicht nur, weil wir toll sind. Das ist einfach, weil die Installationskosten massiv runtergegangen sind. Das heißt, wir sind günstiger mit Solarstrom in Südeuropa als mit jeder anderen Energieart. Warum in Südeuropa? Naja, da scheint halt doppelt so viel die Sonne wie bei uns. Anders ist das in Nordeuropa, dort weht mehr Wind als wir hier in unseren mittleren Breitengraden, und dort passiert Gleiches mit der Windenergie, die dort auch massiv günstiger ist als andere Energiearten. Und deswegen bewegen wir uns in eine andere Welt mit den erneuerbaren Energien, nämlich in die Welt des Marktes, und das verfolgen wir auch sehr stark. Und deswegen ändern sich auch womöglich Investoren und andere Rahmenbedingungen. Und noch ein weiterer Punkt, der sich dadurch ändert, und darum haben wir eine weitere Tochterfirma gegründet, die Strom verkauft, nämlich die
Power, die Green City Power. Wir verkaufen Strom an Endkunden. Das dient dazu in der Vorbereitung, dass wir davon ausgehen, dass wir Strom in Zukunft direkt an die Kunden verkaufen müssen. Früher, also bisher, die letzten 20 Jahre der Energiewende, und das ist in ganz Europa, in der ganzen Welt, so hat man das, seine erneuerbaren Anlage ans Netz angeschlossen, war glücklich, dass der Strom da hineingeflossen ist, dass man sein Geld bekommen hat. Der Rest war das Problem der Energiewirtschaft. In der Zukunft gehen wir davon aus und lernen gerade, wir müssen den Strom direkt an die Menschen verkaufen, an die Industrie, an Trader. Das ist, hängt damit zusammen. Und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, wie kann ich den Strom verkaufen? Wer sind eigentlich meine Kunden? Weil vielleicht kann ich ein paar wenige Zehntel Cent mehr verdienen, wenn ich es geschickt verkaufe, als wenn ich es ungeschickt verkaufe. Hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun und wir bereiten uns mit dieser Strommarke darauf vor, dass wir das können. Hat übrigens auch was damit zu tun mit der Dezentralität und mit der Akzeptanz von erneuerbaren Energien. Vielleicht hier der Hinweis schon mal. Wir glauben, dass das große Problem der Ausbau der erneuerbaren Energien neben den politischen Rahmensetzungen, die ja sehr frappierend sind, gerade in Europa, vor allem auch in Deutschland, ist die Akzeptanz durch die Bürger. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Menschen, wenn sie ein Windrad in den Rücken gestellt bekommen, in ihrer Region auf dem Hügel, der sonst der Aussicht diente und dem Ausführen der Hunde, dass man dann womöglich auch den Strom haben möchte, der da günstig ist und nicht unbedingt Kapitalrendite. Und deswegen werden wir damit zu tun bekommen, dass man den Strom auch regional vermarkten muss, wenn die Anlagen regional stehen. Das ist eine Entwicklung, die wir mit Sicherheit annehmen können. Klassischerweise finanzieren wir die Anlagen mit Fonds, früher mit Bürgerbeteiligungsfonds. Das kannte man, so haben wir uns gegründet, auf der Schule ein Solardach, die Eltern haben finanziert. Heutzutage projektieren wir die Anlagen, bilden Fonds, 50 Millionen Euro Kapitalgröße, Eigenkapitalgröße, verkaufen die Anlagen dort hinein. Das ist übrigens auch sehr wichtig, weil wir betreiben die Anlagen deswegen auch seit 20 Jahren und wissen sehr genau, wie die Solarenergie sich auch im Jahr 20 entwickelt. Wir haben jetzt einen weiteren interessanten Effekt, auch das zum Thema erneuerbare Energien 2.0. Wir werden die ersten Anlagen aus dem Jahr 99 jetzt aus dem EEG herausfallen sehen und müssen mit diesen Anlagen, wenn man sie weiter betreiben will, was ja sinnvoll wäre, sie am Strommarkt wieder vermarkten, den Strom. Interessant ist, entgegen aller technischen Cassandra-Rufe, dass die Anlagen hervorragend laufen. Also wir produzieren nach wie vor über 900 Kilowattstunden mit den Münchner Anlagen aus dem Jahre 99. Siemens-Module, die gar nicht mehr hergestellt wurden, top. Ja, ab und zu muss man Wechselrichter tauschen, also das funktioniert im Wind ja ähnlich. Nächster Punkt, und da möchte ich, darum gehe ich hier gerade so durch, mit Green City Drive, ein Geschäftsbereich, der noch sehr rudimentär bei uns ist, aber wir bereiten uns auf die Sektorkopplung vor. Das heißt, wir bringen den Strom, den man richtigerweise auf dem Land produziert, in die Städte. In der Städte sind die Verbrauchszentren, neben der Industrie natürlich, und auf dem Land wird die Energie produziert. Das heißt, wir bekommen hier eine neue Konstellation in der Stadt-Land-Beziehung. Anders als früher, wo die Landwirtschaft die Städte versorgt hat, gehen wir jetzt auch davon aus, dass die Energiewirtschaft die Städte versorgt. Und das ist natürlich hier mit Elektrorollern. Wir hatten ja vorher den kleinen Elektroscooter, die verbrauchen gar keine Energie. Also da braucht man viele davon, damit man von einem Windrad stromlos wird. Aber natürlich die Mobilität, vor allem die Wärmeversorgung, wenn wir von 100% erneuerbare Energien reden, werden wir davon reden, dass wir mit Strom Wärme produzieren. Das wird nicht anders gehen, entweder über Koppelstoffe oder direkt mit Tauchsiedern im Grunde. Und deswegen überlegen wir uns, wie kann man eigentlich sinnigerweise Verbraucher projektieren, also jemand, der den Strom abnimmt, damit ich den Strom, den ich produziere, auch sinnvoll in der Kopplung zusammenbringe, weil was wir erleben, es reicht eben nicht, dass es technisch möglich ist, die Sektorkopplung zu machen, also da das Auto von Tesla und hier die Solaranlage, sondern man muss es ja praktisch im praktischen Use Case zusammenbringen, also irgendwer muss das Leben. Und das Leben versuchen wir als Pionier der Energiewende auch mit unseren Anlegern und mit den Nutzern auch zusammenzuleben, indem wir die Anlagen halten in Fonds, den Strom verkaufen und womöglich Sharing-Flotten betreiben. Das so mal als Hinweis, wo die Welt hingeht. Alle Energieversorger, alle Stadtwerke denken da relativ ähnlich.
Mit der Green City Experience beraten wir noch Kommunen, möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Ja, und wo kommen wir her? Wir wurden gegründet von einem Umweltverein in München, Green City e.V., da war ich dann auch zu der Zeit damals ehrenamtlich tätig und dieser Verein hat irgendwann die Green City AG gegründet und ist jetzt noch Hauptaktionär und betätigt sich immer noch politisch. Zu meinen Thesen, worum geht es eigentlich? Und dazu gefällt mir immer wieder dieses Bild sehr gut. Es geht um unsere Atmosphäre. Wir erleben gerade etwas Außergewöhnliches, nämlich das Thema Klimaschutz und CO2 und die Bedrohung dazu ist plötzlich seit einigen Wochen und Monaten das Thema in den Medien, nicht mehr Flüchtlinge und das verdanken wir natürlich den jungen Menschen, Fridays for Future, interessanterweise. Und es geht eigentlich um diese kleine Schicht Atmosphäre, die das Leben ermöglicht und wir sind dabei, diese kleine Atmosphärenschicht zu zerstören. Und ich erinnere mich gut, dass wir im Jahr 2008 gab es den ersten IPCC-Bericht zum Thema Klimaschutz und Zerstörung durch den Menschen und damals titelte die Bild-Zeitung, ich weiß nicht, ob Sie erinnern, die Bild-Zeitung titelte, wir haben nur noch 13 Jahre. Ja, das endet im Jahr 2020. Jetzt heißt es wieder, oh, nur noch 13 Jahre, nur noch 10 Jahre, also es drängelt. Ich glaube, wissenschaftlich dürfte das geklärt sein, dass es gilt, diesen kleinen, wunderbaren Atmosphärenstreifen zu schützen. Und ich sage Ihnen in der Transformation, warum das so schwierig ist. Und das liegt genau an diesem grünen Kreis. Dieser grüne Kreis zeigt, wie viel Milliarden Tonnen CO2, nämlich 2.800 Milliarden Tonnen CO2, liegen in der Erde noch verbuddelt in bekannten Vorhaben. Und wir dürfen davon nur noch ein Fünftel aus der Erde holen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wir reden aber eigentlich ehrlicherweise vom 1,5-Grad-Ziel. Ja, also das ist, und die Zahlen sind auch nicht top aktuell, die benutze ich schon seit 2 Jahren. Aber es geht um das Prinzip. Das Problem ist ja nicht diese Erkenntnis, sondern das Problem ist, dass diese grünen fossilen Ressourcen nicht nur in der Erde liegen, sondern in Bilanzen. Ja, sie liegen in Bilanzen der Exxons dieser Welt und in den Bilanzen der großen Energieversorger überall als Bilanzwerte vermutlich gut sichtbar für Aktionäre, sind alle schon längst in die Zukunft durch Aktienkurse bewertet. Und wenn irgendwer den Hambacher Forst schützt, dann vernichtet er bei RWE einen Teil des grünen Kuchens in Form von bekannten Reserven Braunkohle. Und deswegen ist die Transformation der Energiewende nicht nur eine technische Transformation, sondern es ist vor allem eine gesellschaftspolitische, strukturelle, kaufmännische Dimension, die so gigantisch ist, dass man das in wahrscheinlich kaufmännisch gar nicht richtig erfassen kann. Also das ist das Grundproblem und zeigt, dass wir einen weiten Weg vor uns haben, wenn man da wirklich etwas verändern will und lässt manchmal auch tatsächlich Zweifel aufkommen, ob das letztlich funktionieren kann. Ich liebe Grafiken, wahrscheinlich wie in diesem Raum viele, da fühle ich mich ganz wohl hier. Und da möchte ich nochmal zeigen, um welche Dimensionen wir bei den erneuerbaren Energien reden. Hier aus dem Barometer der Energiewende des Fraunhofer IEE, die auch morgen und übermorgen in Berlin wieder tagen. Barometer der Energiewende, ich kann es nur empfehlen, schauen Sie sich das an im Internet, herkulesprojekt.de. Und diese Grafik ist eine von den Grafiken, die vieles auf einmal kann, darum wollte ich es kurz erklären. Wir sehen bei der Windenergie, um die es hier geht, in dem oberen Balken die Ausbaumenge, die wir brauchen bis 2050. Wir brauchen 200 Gigawatt, um die Ziele 90%, 95%, 100% erneuerbare Energien zu erreichen. Fraunhofer hat da sehr umfangreiche Studien dazu gemacht. Ich nehme an, dass hier auch ein paar Fraunhofer Menschen im Raum sind, aber finde das immer sehr gut, was dort bearbeitet wird. Und wir stehen bei 56 Gigawatt. Was muss passieren an Zubau, damit man die Klimaschutzziele 2020, 2030 und bis 2050 erreichen kann? Und die Zubaumenge, sieht man auf der linken Seite des Graphen, muss bei 7, 8, 9 Gigawatt pro Jahr liegen. Die Bundesregierung hat zuletzt einen Ausbaupfad beschrieben, der dieser roten Kurve entspricht, nämlich 2,8. Wie bitte, sehr geehrte Damen und Herren, sollen wir jemals irgendwelche Ziele erreichen, wenn wir um ein X-faches unter den Ausbauzielen stehen in der Windenergie. Also das zeigt diese Kurve. Dazu kommt eine weitere sehr bemerkenswerte Aussage in dieser Kurve, da ist Offshore-Wind auch dabei, nämlich der graue Anteil bedeutet, dass man irgendwann nach 20, 30 Jahren Altanlagen ersetzen muss. Es wäre ja absurd, wenn man die Altanlagen einfach wegmacht und sagt,
egal. Dann geht uns das Potenzial verloren, wir müssen doch das Kohlekraftwerk laufen lassen. Und damit geht die Industrie, kann davon ausgehen, dass man rund um 10 Gigawatt Wind jährlich Stellen bauen muss im Ersatz und im Neubau, um Ziele zu erreichen und die Energieversorgung sicherzustellen. Soweit zum Wind. Und wir befinden uns in extrem schwierigen Zeiten. Man hat in Deutschland mal 5 Gigawatt Ausbau gehabt, ein paar Jahre, um jetzt auf wahrscheinlich unter 2 Gigawatt zu fallen. Die Branche redet von 1 Gigawatt. Das ist dieses Desaster mit der Ausschreibung. Wir haben außerdem irrsinnige Probleme in der Windenergie, was die Akzeptanz der Anlagen angeht. Wir haben Naturschutzprobleme, wir haben Regulierungsprobleme, wir haben Genehmigungsprobleme, sodass kaum richtig Projekte nachkommen. Und da komme ich dann ganz sicher noch zu, weil ich glaube, dass hier ein wesentlicher Punkt liegt, wo wir ansetzen müssen, nämlich wie kriegen wir das Akzeptanzthema der Windenergie und der Solarenergie in den Griff, um überhaupt von Projektseite das zu können, jenseits davon, dass man da fragen muss, was hat die Politik eigentlich vor in diesem Land mit diesen Dingen? Wahrscheinlich geht es um diesen großen grünen Ball, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, den man doch noch ernsthaft versucht gerade zu schützen. Die Solarenergie, ähnliche Zahlen, wir müssen auf ungefähr 200 Gigawatt kommen in den nächsten Jahrzehnten, wir stehen bei 40. Wir hatten Zeiten mit 7 Gigawatt Ausbau, auch da waren wir auch dabei mit großen Solaranlagen bis 2012. Dann ist die Branche kaputt gemacht worden, 100.000 Arbeitsplätze sind verloren gegangen in Deutschland. Sie wissen das alle, das ist diese große Delle, die dort stattfindet. Wir rappeln uns jetzt langsam wieder auf 2 Gigawatt. Auch hier gilt das Gleiche, 7 Gigawatt muss dazukommen. Irgendwann müssen diese Dächer alle bebaut werden, die Industriehallen, die Industrieflächen, die Brachflächen. Platz ist wirklich genug da. Solar ist sehr flexibel, ist eine sehr zukunftsträchtige Energieform. Meines Erachtens die Energieform, die sich grundsätzlich durchsetzen wird. Aus vielerlei Gründen, die Solarenergie, und das wissen wir jetzt auch seit 20 Jahren, ist nicht nur pfleglich im Bauen und im Betreiben, sondern auch für Kapitalanleger ein sehr solides Investment, erreicht immer alle Ziele, unaufwendig, technisch nicht schwierig. Schwierig wird es dann jetzt in der Stromvermarktung und in der Speicherung, wenn man Richtung 100% gehen will und nicht nur zusteuern will. Also das ist das Thema Solarenergie, ungefähr gleiches Bild. Es gibt Wissenschaftler, zum Beispiel Professor Quaschning aus Berlin, der sagt, wir werden bei Solar Richtung 400 Gigawatt gehen müssen in Deutschland. Erstens, weil Wind nicht so viel kann, nicht so viel können wird, und zweitens, weil wir noch viel mehr Strombedarf haben werden, als man jetzt gerade prognostiziert. Also das ist die Aufgabe, und wir stehen an einer Stelle des Protestes. Ja, und das ist ein wunderschönes Bild. Da gibt es jetzt viele Menschen, die sich für die erneuerbaren Energien, für diese Transformation einsetzen. Fridays for Future ist in aller Munde. Es gab schon immer Menschen, die sich eingesetzt haben. Jetzt wird es gerade gesellschaftsrelevant. Und hier ist ein Bild in London von einer Bewegung, die noch gar nicht so in aller Munde ist. Sie haben es vielleicht schon gehört, Extinction Rebellion. Die haben es tatsächlich geschafft, in Zeiten, wo wir alle über Brexit geredet haben, glaube ich, war das ungefähr gleichzeitig, London an 3 der 4 Knotenpunkten 2 Wochen komplett stillzulegen, indem sie sich da mit solchen rosa Schiffen in die Straßen gesetzt haben. Also hier ist eine neue Bewegung von Menschen, die sich um die Zukunft sorgen. Und da gibt es eine Aussage, die heißt, Forscher warnt die Politik vor radikaler Klimabewegung. Das ist das eine Bild. Und das andere Bild ist dieses, ich komme gleich auf das Problem, nämlich die Proteste, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Diese Menschen hier protestieren zum Beispiel gegen die Kabeltrassen, nicht weniger radikal. Und ich könnte Ihnen noch welche Bilder zeigen gegen Windräder und gegen Solaranlagen und für Vögel. Und also das ist wirklich ein wildes Durcheinander an, ich bin nicht dafür, ich bin dagegen, gegen das, ja, alles da. Und es fehlt der Grundkonsens in der Gesellschaft. Das sieht man schön in diesem konträren Bild von Protesten. Und das ist ja das Bild nochmal, vielleicht an ein bisschen falschen Stelle jetzt gerade, wo müssen wir hin? Heute stehen wir bei einer Kraftwerkskapazität von ungefähr 700
Terawattstunden sind das, glaube ich. Und wir brauchen ungefähr eine doppelte Energiemenge in der Zukunft. Das liegt an der Elektromobilität, an der Wärme, an dem Mehrstromverbrauch, Digitalisierung und so weiter. Also die Gesellschaft wird, das sind immer deutsche Zahlen, doppelt so viel Strom brauchen. Und was da auch interessant ist, 2100 hier, die Solarenergie ist das Leitmedium hier. Ich glaube, das sind Zahlen, das steht nicht drunter vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Also da gehen wir hin und wir haben es mit schwierigen politischen Rahmenbedingungen zu tun, mit Protesten dafür, dagegen. Und was brauchen wir? Ist die Energiewende überhaupt gewollt? Und die Zahlen kennen Sie, da kann ich schnell drüber gehen. Ja, sie ist gewollt. Die Mehrheit der Bürger will die Energie, die erneuerbaren Energien. Und interessanterweise sagen diese Zahlen auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn die Windanlagen schon in der Umgebung sind, sind sie sehr viel akzeptierter, als wenn die Region noch frei von Windenergieanlagen ist. Das ist diese hellblaue Linie, die 69% sind, schon in Nachbarschaft von Anlagen. Also das geht auch. Auch hier wäre die Akzeptanz grundsätzlich da. Und die Frage an die Bürger, ob man mehr tun soll, ist auch positiv beantwortet. Das ist die linke Seite. Und was ist am wichtigsten neben dem Klimaschutz? Und da kommt dann die Versorgungssicherheit, der Erhalt von Arbeitsplätzen und der Strompreis. Vielleicht muss man da anfangen. Und ich komme dann gleich zu meinem Schlussfazit. Strompreis, das hatte ich schon am Anfang gesagt. Wind und Sonne produzieren wir jetzt für 5 Cent pro Kilowattstunde, auch schon in unseren Breitengraden. Sie kennen die Ausschreibungsergebnisse vielleicht, da sind noch manchmal Faktoren drin und so weiter, aber kann man mal so stehen lassen. Wenn ich Kohlekraft, Gaskraftwerke sind jetzt im Gespräch, wir müssen Gaskraftwerke bauen als Ersatz. Das wird eine teure Energieform, Gaskraftwerke zu bauen. Auch die Trassen sind teuer, also wir sind hier sehr günstig. Und je günstiger die Anlagen in der Installation werden, desto günstiger wird die Kilowattstunde, weil ich natürlich keine Rohstoffe kaufen muss. Bei allen anderen Energieformen muss ich natürlich die Rohstoffe kaufen. Also wir sind, was das Thema Strompreise angeht, mit den erneuerbaren Energien wahrscheinlich jetzt dran. Das Thema ist wirklich 10 Jahre alt und war falsch. Das wissen alle, das kann man wegstreichen. Interessanter sind die Arbeitsplätze. Interessanter sind die Arbeitsplätze, weil da geht es an den Kern unserer Gesellschaft. Wir hatten in der Energiewirtschaft, und sagt diese Grafik, 350.000, 370.000 Arbeitsplätze schon immer in diesen verschiedenen, in den letzten Jahrzehnten. Wir haben auch jetzt noch 370.000 Arbeitsplätze und das sind hier Arbeitsplätze, die aus dem Betrieb und aus dem dauerhaften Betrieb der Energieanlagen kommen. Und was man sieht, ist, dass die Transformation, also 30% erneuerbare Energien, bedeutet auch, dass bei den erneuerbaren Energien jetzt schon 30% der Arbeitsplätze existieren. Ja. Und das wird natürlich zunehmen. Und wo sind die Arbeitsplätze? Die Arbeitsplätze sind natürlich dezentral in der Region verteilt. Und was wollen die Menschen eigentlich haben? Sie wollen doch, was ist der Grundkonsens in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen, mit der sozialen Marktwirtschaft? Ist doch Wohlstand, Arbeitsplätze, Sicherheit. Das ist das in der Heimat, zu Hause, da wo ich wohne mit meiner Familie. Das ist doch der Punkt eigentlich. Und ich glaube, man könnte aus diesen Geschichten günstig Arbeitsplätze entstehen, auch gerade die dezentrale Energie, dadurch, dass die Windanlagen hier und dort im Fünferpäckchen stehen, hier und dort Solaranlagen, Biogas, alles verteilt in der Republik, entstehen doch überall Arbeitsplätze. Viel mehr als jetzt entsteht doch in einer Lausitz ein Arbeitsplatz. Viel mehr. Das kann gar nicht anders sein. Ja, das erleben wir überall, wo Windanlagen stehen, wo Solaranlagen sind, sind Arbeitsplätze in der Wartung, im Betrieb, in der Beschäftigung damit, bei den kleinen Gesellschaften, die damit existieren, der Steuerberater. Das ist alles Arbeitsplätze relevant. Und vielleicht könnte man, und da komme ich auf mein Bild nochmal zurück, die Politik bewegen dazu, aus dieser Transformation, und das ist sozusagen mein Fazit dazu, aus dieser Transformation der Energiewirtschaft, mit der Energiewende, die dann auch in die Sektorkopplung geht, ein Projekt zu machen und es positiv zu formulieren. Warum bitte stellt sich keine Bundesregierung hin, keine Kanzlerin, kein zukünftiger Zuständiger und sagt, das ist doch mal ein Leitprojekt. Arbeitsplätze können wir generieren in die Regionen, wo es Schwierigkeiten gibt im Strukturwandel, machen wir Solidarfonds. Warum bitte kein Solidarfonds für Kohle? Beschäftigte. Warum muss das denn so schwierig sein? Also man müsste aus diesem ganzen Thema, wenn wir jemals Erfolg hier haben wollen gemeinsam, muss man ein politisches Projekt machen. Und ich bin so schlecht im Zitieren, darum habe ich das nochmal aufgeschrieben. Sie kennen ja sicherlich das sehr bekannte Zitat des französischen Schriftstellers
Antoine de Saint-Exupéry, nämlich, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und um die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ja, das ist natürlich jetzt sehr pathetisch, ja, das gebe ich zu. Und die Sehnsucht alleine wird nicht nutzen. Ja, also was nutzt das? Wir brauchen ja doch ein Boot, dann brauchst du einen Schiffsbaumeister und der muss, also dann braucht es dann Leute wie Sie, dann braucht es Projektierer, dann braucht es Technologie, dann braucht es all das, was wir heute besprochen haben. Aber die Politik ist in der Not und in der dringenden Pflicht, den Leitstern zu setzen und den Menschen zu sagen, die nächsten 20, 30 Jahre gehen wir dorthin und es ist richtig und wir unterstützen alle auf dem Weg dorthin und es ist richtig. Und dann gehe ich, wenn ich zum Bürgermeister gehe und sage, bei dir ist ein super Windstandort, da könnte man 3 Anlagen hinbauen, dann sagt der Bürgermeister mir, ja genau, weil die Angela sagt es auch, also ist es auch mein Projekt. Heute sagt dieser Bürgermeister, ich bin noch nicht blöd, ich habe in 3 Jahren Wiederwahl, dann mache ich doch kein Windprojekt. Und das geht so nicht, so werden wir keine Energietransformation hinkriegen. Selbst wenn wir technisch perfekt sind, wird es dann einfach vorbeilaufen an Europa. Und deswegen fordere ich den politischen Leitstern und fordere die Politik auf, das auch einzufordern. Ja. Dankeschön.